Die Sims 4 Leben und Tod steht in den Startlöchern, dessen Trailer schon am Donnerstag offiziell erscheint. Wir wussten es zwar schon vorher, aber jetzt ist es endlich offiziell. Ein kurzer Teaser zur Leben und Tod Erweiterung wurde geteilt. In diesem sieht man eine Sims-Frau mit einem abgewandelten Sensenmann-Outfit, was naheliegt, dass man ebenfalls selber als Sensenmann aktiv werden könnte. Besonders auffällig sind aber die halb kaputten Scheiben, die es vorher im Spiel auch noch nicht so gab. Hinter diesen verbirgt sich eine neue Welt mit schwarzen verzweigten Bäumen. Was konkret im Pack steckt, erfahren wir dann aber erst bei der Live-Premiere am 3. Oktober um 17 Uhr. Da ich derzeit krank bin, weiß ich noch nicht genau, ob ich auf den Trailer in einem weiteren Stream reagieren kann. Lasst aber ein Abo da, um keine weiteren Infos zur Erweiterung zu verpassen. Also dann, bis zum nächsten Video.